Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu Darksiders. Und wir machen gleich mal ohne Umschweife weiter auf dem Weg zum Stygian, der hier so schön angekettet festgehalten wird. Höllenbrut. Aha. Das ist also der Stygian. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Jetzt musst du da rein und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Das stimmt allerdings. Aber erstmal metzeln wir uns durch die Dämonen hier durch. Was passiert jetzt? Mein Gott. Ich glaube, wir bekommen es eher mit dem Stygian zu tun, als erhofft. Richtig chillig kommen wir angelaufen. Genau. Was willst denn du jetzt von mir, Exon? Du kannst mir gar nicht. So, Stygian, Bossfight, brauchen wir den denn? Los, Reiter! Mach das, wozu du geboren bist! Ja, das ist natürlich ganz böse. Ich hab's gar nicht mehr drauf. Weil wir müssen nämlich sogar richtig gegen ihn kämpfen können, gegen diesen anderen Wurm. Also einen Maulkorb abschlagen. Jetzt geht's nämlich erst richtig los. Was macht er jetzt? Dieser Drecksack von Stygian. Der ruft seine Brut. Der ruft einfach seine Brut, dieser Dreckswurm. Hier merkt man schon, wie wichtig es ist mit... Ups. Ja. Ich wollte es gerade sagen, wie wichtig es ist mit... wie heißt es? Mit Ruinen umgehen zu können. Weil man hier auf Woodland ziemlich krass sich drum kümmern muss, nicht erwischt zu werden, aber trotzdem ordentlich gegen diese Viecher fighten. Ja, jetzt kommt hier der große böse Wurm wieder. So. Das geht recht gut gerade, das läuft gut. Ordentlich gerade auf der Schnauze gegeben. Wieder. Ein bisschen langsamer. Das ist ein Wisp, ne?
So. Hat er es doch versucht. Los, mach den Klapper auf. Ach Mensch, Stevia. Mach's uns beiden doch nicht so schwer. Das ist schon episch, so die Größenverhältnisse. Kann er auch mal wieder aus dem Boden rauskommen, oder? Wisst ihr jetzt nicht, warum Ruin einfach stehen geblieben ist, aber ist okay, ist voll okay. Okay. Jetzt wird wieder so gut geholt. Das sieht so mit Leben aus, nicht ganz gut. Wir sind noch MC Fiddy. Das ist halt das Nervigste von der ganzen Sache, wie ich finde. Weil das sind ja meist nur 3-4 Würmer, die man da gleich hat. Und wenn man die recht gut erwischt, dann ist das wirklich weiter. Wenn. Vorwort schneiden ist ne, mein Freund. So eine Sau. Weil das Böse ist halt wirklich, man rennt quasi gegen die Kamera, so gesehen, und schießt nach hinten. Man sieht eigentlich gar nicht, worauf man schießt, aber man macht's. man sieht ja, wohin man hinläuft, so rum. Raus, Mutti. I want your heart. Das ist dezent nicht gerade angenehm, immer so an der Wand anzuwerfen. Da habe ich mal ein Stück rausgeguckt. Hier steht noch eine Kiste, das habe ich schon vorher gewusst. Bloß mit einem Bosskampf ist es so dezent blöd. Aber die Wolke auf einmal komplett hinter mir. Auch nicht zu gut. Ja, jetzt geht's wieder an Kinderrufen, oder? Nee. Jetzt einfach mal volle Kanne aufs Maul geben. Das war's schon. Aber ist halt wirklich pervers mit der Steuerung und alles. Der Sand prüfrot. Und es ward ein Reiter geboren. Aus den Überresten des riesigen Lebens. Nur dein Herz ist auserwählt und einen Lebensstein. Das finde ich nämlich sehr schön. Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Ach, halt die Klappe. Doch all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Auf jeden Fall was Besseres, als wenn ich mit dir rede. So, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht doppelt jumpen auf Dingens. Gibt's hier noch irgendwas?
Sieht nicht so aus. Das heißt, hier ist erstmal Schluss für uns. Wir bewegen uns wieder zu Wulukulin. Master of Disaster. Gehen wir mal in seinen Shop rein, weil wir haben ja beim letzten Mal nichts weiter gekauft. Ich könnte mir die Zauber ausbessern, aber habe ich eigentlich gar nicht so pralle das Bedürfnis dazu. Klingeisier ist ja das, was wir haben. Nutzt die Kraft des Chaosrossers und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Das benötigt ein Balken hier vom Zorn. Steinhaut entzieht Zorn während der Aktivzeit. Kriegsfleisch verhärtet sich und die Angriffe der Feinde verursachen weniger Schaden. Seine eigenen Angriffe werden jedoch wirkungsvoller. Verbrennung entzieht Zorn, wenn aktiv. Verbrennen sie Kriegsfeinde in einer Barriere aus lodernden Höllenfeuern. Heimsuchung. Das braucht zwei Zornbalken, erfüllt Feinde mit einem Leiden, das mit der Zeit Schaden verursacht. Also ein Dot, ein Damage over Time Effekt. Können wir mal die Glockhörer machen. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Kreissäge können wir hoch machen. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Weil die Trafe des Dämonenschneider. Luftsense, das können wir machen. Eine ausgezeichnete Wahl. Und hier ein Tremor. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. So, da haben wir erstmal wieder was hochgelevelt. Und jetzt ab ins Loch. Zum glühenden Galgenturm. Achso, man muss ja auch auf Ja drücken. Doof wie doof, Mann. Die Welt ist also eine, die mir richtig gut gefällt. Die endlosen Weiten. Man merkt schon, der Weg ist jetzt jedes Mal gleich, weil wir eigentlich fast immer bloß benutzen, um zum Galgenturm zu kommen. Aber wenn man das jetzt noch so variiert, dass man zu anderen Dingen geht, da sind die Wege auch anders. Die erste Erinnerung, wir reiten jetzt mit Pferd. Wie man sieht, hier hat sich auch einiges getan mit den Gegnern. Ach, halt die Fresse. So war es nicht geplant. So. Tschüss, Kollege. Kollege Arschloch. So, jetzt ist Samariel. So, Samariel ist jetzt hier rechts. Eines noch. Nur ein einziges. Und dann Krieg. Bekommst du deinen Thron. Silithas mit Netzen durchsetzte Höhle ist weit hinter einer großen Spalte im Ascheland. Ruin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen. Aber er wird die Strecke schaffen. Und was Silita betrifft, reite einfach dorthin und sie wird dich finden. Die Brutmutter ist eine Sammlerin. Die meisten, die ihr Reich betreten, werden von ihr an ihre Jungen verfüttert. Und jene, an denen sie interessiert ist, das sind die Unglücklichen. Diese bewahrt sie lebendig auf und sie können lange leben. Lange genug, um ihr Dinge zu erzählen. Man könnte sagen, sie sammelt Geschichten, Informationen. Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samael? Vorsicht, sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen. Manchmal stirbt ein Held letztendlich doch.
Aber Reiter, ich mag Geschichten mit gutem Ausgang. Und jetzt bring mir das letzte Herz. Zu Befehl. Vernichten Sie Selita. Diesmal keine Fähigkeit, mein Bruder. Doch, Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen Sie mit Ruinen durch Ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Ja, und dort hinten hängt eine Fledermaus, wie ich gerade sehe. Aber wir machen gleich... Ah, hier kann ich Ruinen noch nicht rufen. Müssen wir erst auf die Straße... Ah, jetzt hier. Ja, jetzt gehen wir gleich wieder zu Wilgrim. Wir lassen einfach hier die ganzen Fledermäuse und was ist das für Viehzeug rumrennt, einfach mal links liegen. Und warten, bis Wilgrim erscheint. Wilgrim, wir brauchen dich. Geht doch. So. Wir müssen nach links hier oben. Ich kann das jetzt ja ganz schlecht anwählen, aber dort nach links. Deswegen gehen wir hier zum Ascheland, weil wir standen schon da, wo wir hin müssen. Das hatte ich euch, glaube ich, auch gesagt. Aber wir konnten halt noch nicht hin, weil no Ruin, no Seelenbrücke. We hadn't got anything. Jetzt wird es ja nämlich schon gemein bei den Dingern. Mit Abgründen dazwischen und so. Aber das hält uns ja keineswegs davon ab. So, we are here. Wo ist denn der? Ach so, das war ja Kollegas. Okay, Wurm unterwegs. Nein, mir egal. Dam, da, da, da. Ja, den Weg, den haben wir ja nun schon mal hinter uns gebracht. Das ist ja nur alte Kamelle. Aber das ist halt auch das Schlangenloch gewesen, was am nächsten dran war. Hätte ich das letzte jetzt genommen vom Stygian, da hätten wir wieder unnötig Umwege hin und her laufen müssen. Ist auch Rotz. Ich reite mit Absicht nicht mit Ruin hier oben drauf, weil ich hatte damals in meiner privaten Spielsession schon, dass ich da ab und an mal runtergestürzt bin und das hat keinen Spaß gemacht, da nochmal außen rum und hick hack hin und her. War nicht schön. Deswegen lieber so. Langsam, aber richtig. Ja, jetzt kommt nämlich die Stelle, wo wir nach rechts sind. Wo wir hier lang sind, um weiterzugehen. Und wir müssen jetzt aber hier lang. Dort leuchtet es schon. Ja, ich hab's ja kapiert. Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen Sie mit Ruinen durch Ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, weil ich gerade sehe, dass wir schon 5 Minuten drüber sind. Also Leute, macht's gut und bis moin. Tschüss.